Sehr angenehm. 57 haben wir jetzt. Das ist wieder ein sehr kleiner. Okay, ich glaube, das war's jetzt hier. 61. Also ich glaube, einen noch. Ah, ein etwas größerer ist das. Aber damit müssten wir dann jetzt den einen Stapel an Pilzstielen haben. Ich bin am Überlegen, ob ich das hier sogar stehen lasse. Nein. 61, wunderbar. So, jetzt haben wir viel zu viel braune Pilze tatsächlich. So, dabei bräuchten wir eigentlich gerade die roten, aber na gut. Von den roten brauchen wir auch nicht allzu viel. Und die braunen werden wir ja nachher auch noch brauchen. Nur eben nicht jetzt. Ein Enderman, aber wir gehen schlafen. Mist. Können wir jetzt schlafen? Ja! Obwohl da draußen bereits ein Zombie wieder herumgeht. Okay, machen wir weiter. So, wir waren ja hier. Ah, und wir hatten hier das hier noch zum Abbauen. So, holen wir uns die Spinne. So, hier sind wir fertig, Leute. Die habe ich auch. Okay. Super. Dann haben wir jetzt noch das hier. Das ist das letzte Haus dieser Art. Erstmal wieder die Zäune. Ich finde das schön, Leute. Da sieht man das und hier und da und hier die hier. Da sind jetzt noch diese großen Häuser. Die machen wir zuletzt, Leute. Bei denen die meisten Aufwand machen. Aber das ist doch schön, oder? Dass wir jetzt das Dorf mal aufhübschen. Unser Pilzhäuschen. So.
So, da haben wir den Angefangenen. Und von da oben sieht es dann nicht mehr wie ein normales, gespawntes Dorf aus, sondern wie ein Pilzdorf. Wenn wir fertig sind, Leute, müssen wir mal da hochgehen und hier runter sehen, wie das aussieht. So, das Bett kommt jetzt auch wieder hier rechts hin. So, dann... Dafür kommt später ein anderes hin. So, super. Ich hoffe, die Pilzstiele, die reichen noch für dieses Haus. Wobei das gerade ein bisschen schlecht aussieht. Nur noch 5 und ich habe noch die Wände vor mir. Naja. Aber trotzdem, Leute, es wird sich lohnen. Dann machen wir jetzt nichts, aber die roten Pilze weg. Von den braunen haben wir ja jetzt so viel. So, das war's mit dem Holz. Machen wir erstmal so. Tür habe ich gerade keine da. Und das Glas muss dann auch warten. Aber abbauen könnten wir es schon mal. Okay, Tür. Die Tür könnten wir aber gleich machen. Sehr schön. So, dann räumen wir wieder auf und dann holen wir uns... Diese marote Pilze. Ein Pilzstielpilz bräuchten wir mal, Leute. Moment mal. Die weißen Türen gingen da rein. Oh nein, die sind hier. Was hatte ich da? Keine Ahnung. So, die brauchen wir jetzt erstmal auch nicht mehr. Die brauchen wir dann für später. Ich packe sie aber mal hierher. So, die kommen hier hin. Und die packe ich jetzt einfach mal hierher. Oder hierher. So. Und ihr kommt mit. Genau. Ah, den Bruchstein habe ich hier noch. Bei den roten Pilzen hier bräuchte ich, glaube ich, auch gar nicht das Gerüst.
Weil die wachsen, glaube ich, gar nicht so hoch. Aber von den Braunen haben wir schon so viel. Wir machen jetzt einfach mal die Roten. Ja, das waren auch 5. Geht ja. Wenn wir jetzt jedes Mal 5 bekommen und wir wollen die 64 voll haben, plus 1, also 65, das wären das ja 65 durch 5, wären ganze 13. Das heißt, 13 Pilze werden zum Abbauen. Und 2 haben wir gerade. Geil. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Neuer Rekord, Leute. Oh, wie kommen wir da hoch? So kommen wir hier hoch. Zwei Gerüste fehlen noch und die sind hier. Ja, ich hab's erwischt. Ja, das ist auch ein bisschen größer. Fünfunddreißig sind wir jetzt, Leute. Okay, 41. Also ich war weit genug weg. Der hat wirklich einfach nur so lange, so viel gebraucht. Und dann ist er nur so klein geworden, Leute. Naja. 45, da brauchen wir noch einen. Eigentlich wollte ich nur den oberen wegmachen, aber na gut. Fünfundfünfzig. Das
ist irgendwo ein Zombie. Da unten ist der. 60. Ich glaube, noch ein Pilz, Leute. Der braucht schon wieder so viel. Wird bestimmt ein kleiner, ja. Aber jetzt passt es wieder. Wir haben jetzt wieder ein paar Pilzstiele und sehr viel roten Pilzblock. So. So, ich wollte jetzt eigentlich nachsehen gerade, wie viel rote Pilze wir haben. Wir haben jetzt fast gleich viel Pilze von beiden. Wir haben nämlich hier einfach nur vier rote Pilzblöcke mehr als die braunen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die roten Pilzblöcke sind tatsächlich besser, um Pilzstiele zu farmen. Aber wahrscheinlich hat man einfach nur Glück. Und ich glaube, ich höre wieder irgendwas an mich anschleichen. Ja. Egal. So. So, ich nehme jetzt einfach mal drei volle Stapel von jedem mit, plus den angefangenen. Und dann gehen wir runter. So, gehen wir schlafen. So, dann ist da noch ein Zombie. Und ein Creeper. Okay, da vorne waren wir. Ich kam nicht mehr nach links, Leute. Das war irgendwie ein bisschen blöd.